Das ist das verfickt längste Intro, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und damit, hallo, zur Diamant Randomizer Nuzlocke, zu einem weiteren neuen Projekt. Und Preston ist mit dabei, und zwar wird das Ganze folgendermaßen sein. Ich erkläre es dir mal ganz kurz. Ist ganz klar, hallo erstmal, Diamant Randomizer Nuzlocke, aber es ist nicht, also es ist noch was Kleines Besonderes. Und zwar ist es ähnlich wie die Egglog, dass ich mir ab und zu so ca. 75% des Projektes mir jemanden im Part dazu hole, mit dem ich dann Fragen beantworte. Jetzt in dem Part haben wir noch keine Fragen. Ich habe jetzt auf Twitter nicht gefragt. Wir werden jetzt hier im ersten Part einfach drauf losreden. Im ersten Part kann man allgemein recht viel über Spiel sagen. Und wir spielen auf jeden Fall Diamant Randomizer Nuzlocke. Also ich, und ab und zu wird wer dabei sein. Heute ist es zum Beispiel Present. Hallo. Von dem auch dieser wunderschöne Rahmen ist, der wirklich sehr, sehr gut ist. Also auf jeden Fall Props dafür. Danke. Und wir sollten mal A drücken. Wir wollen uns das Intro. Alter, das Intro ging echt 10 Jahre, ne? 2 Minuten, 5, 10, 100, zu viele Minuten. Okay, wir drücken auf Start. Und ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal fleißig Kommentare schreiben, beziehungsweise Fragen in die Kommentare. Und Hashtag Frage des Videos seht ihr auch. Wie gefällt euch das Layout dieses Projektes, was natürlich der liebe Present gemacht hat? Eigentlich war das so ein Beispielsatz, den sollte man eigentlich gar nicht verwenden. Aber okay. Ich meine, okay. Okay, dann steht ja vielleicht auch eine andere Frage. Ja, sick. Nice. Okay, also ich habe euch jetzt die Beispielfrage vorgestellt, nur so, damit ihr es jetzt wisst. Zum Beispiel wäre es jetzt, wie gefällt euch das Layout dieses Projektes? Okay, wir sollten, bevor es noch peinlicher wird. Okay, ich fange an vorzulesen. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Oder willst du den Professor sprechen? Okay, komm, eine ganz alte Stimme. Okay. Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Okay, wir brauchen keine Infos mehr, wir kennen alle Pokémon. Diese Welt wird von Wesen bewohnt. Wir haben gesagt, keine Infos mehr, den man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Ach, wirklich? Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Ah, das will ich mit der Maus machen, ne? Ja, richtig. Ching! Alter, man fragt so, da ist der Paul. Alter, Paul begleitet uns im Part. Nice. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so. Im Kampf ein... Nein, so das Band, das ich verbinde. So das Band, das sie verbindet. Aber manchmal habe ich ein paar Sprachfehler. Okay. Und was ich tue, willst du wissen? Schlecht sprechen. Deutsch lernen. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Der ist den ganzen Tag chillt in seinem perfekten Arsch, in seinem Scheißlabor und man nicht. Ja, mit seinem Papaxo. Das ist immer so gut. Ja. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Über dich? Wow. Wer redest du? Es tut mir leid, ich wollte nicht so viel erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? So ein richtiger Pedo. Okay, wir spielen natürlich den klassischen Jungen. Und oh, ja. Mann. Aha, du bist also ein Junge. Schade. Oder warte, vielleicht steht er ja auf kleine Jungs. Ja. Ja. Wow. Verrätst du mir auch deinen Namen? Willst du auch gleich meine Handynummer noch dazu? Genau. Okay, wir sind natürlich drei zwar. Ich kann nicht mehr. Nach 5 Minuten geht schon so los. Super. Bei Zor. Stell dir vor, ich würde mich verschreiben. Ja, super. War das nicht damals bei einem Freund, ich glaube, hatte Chris das Projekt, wo er dann Present falsch geschrieben hat beim Rivalen? Kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, es war bei Chris, da warst du dabei. Ja. Und dann hat er den Rivalen anstatt Present irgendwie Present oder so. Ja, ich weiß. Naja, egal. Du bist also Razor. Alter. Ja. Ich kann nicht mehr. Alter. Okay. Sehr schön. Du bist also Razor? Das ist. Alter. Das ist aber mal ein schöner Name. Ein richtiger Pedo. Und dieser junge Mann hier. Ich glaube, das ist ein Pedo.
Alter, der nimmt alles, was er kriegen kann. Oh Mann. Wie er wohl heißt. Okay, das ist der Present, Alter. Aber ich schreibe seinen Namen richtig. Ich kann nicht mehr. Ich habe noch nie so viel gedacht am Anfang eines Partys. Ja, wirklich. Im ersten Part. Der erste Part ist eigentlich so mega langweilig, wo man dann so, ja, hier passiert das und das, ja. Und das und das. Und wir lachen uns ja einfach nass ab. Okay, Present passt perfekt rein. Perfekt, easy. Perfekt, wie für dich gemacht. Kredit. Brent, sagst du, so heißt dein Freund also? Ja. Nun, Razor. Halt! Der will mich vergewaltigen. Lauf, Timo, lauf. Nun, Razor, okay. Die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Alter, ich kann nicht mehr. Oh Mann, ey. Das ist so traurig. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Ja, Menschen vor allem. Und auf einem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Der ist so schwul. Ja, ich kann nicht mehr. Egal, Homo-Ehe ist jetzt erlaubt. Ja, ja, okay, go weiter. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Okay. Oh, so. Ja. Super. Jetzt wird er klein. Versteht ihr? Jetzt wird er klein. Oh, das ist so schlecht. Lass es. Oh, ja. Okay. Willst du es vorlesen? Soll ich es vorlesen? So ja. Richtig Moderatorstimme? Mach. Was? Angestrengt ist da. Was ein Wort, ey. Trotz angestrengtester Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene mit eigentümlichen Farben versehen Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht von dem entmutigen Team aufgetaucht. Ja, ja. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Gyarados, ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Alter, die Rhymes. Okay, gibt's hier einen Trank? Erstmal einen Trank holen. Ich glaube, da gibt's gar keinen Trank, oder? Nee, da gibt's gar keinen Trank. Aber ich hab nur Wii. Also, du musst jetzt gleich zum Professor gehen und der wird. Alter, der will mich. Lauf! Versteck dich! Und das Bett! Versteck dich! Er wird dich finden. Okay. Und, oh. Ja, er wird bestimmte Sachen. Alter, das wusste ich noch gar nicht. Was haben wir für eine Train-ID? Alter, die 55440. Sick. Alter, sick. Nice. Alter, ich glaube, diese Train-ID habe ich in XY. In Oras sogar. Echt? Ja, ich glaube echt. Na, ja, okay. Gut. Willst du die sprechen? Razor! Present war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Er wollte dich schlagen. Eigentlich wollte er dich warnen. Voll Professor. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagte. Du spielst auch so darauf ausgelegt. Es ist wirklich so, ich will nicht wissen, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Alter, die Geschichte eines Pädophilen. Razor, geh nicht ins Ohr. Alter, das ist so richtig. Alter. Der Professor wartet auf. Wilde Professoren. Wilde Pokémon können nicht angreifen. Nicht nur Pokémon, sondern auch Professoren. Wenn du nicht ins Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, das sich schützt vor diesem Professor. Okay, wir sind in Einsblattdorf. Wow. Müssen wir nochmal zu Dings gehen? Nee, müssen wir nochmal zum Rivalen? Ich weiß gar nicht. Oder können wir direkt hoch? Ich glaube, wir müssen nochmal rein. Ja, kann gut sein. Weiß ich gar nicht mehr. Oh, ah, doch. Bums. Bums. Nice. Ich muss den sprechen. Nee, sprech du mal. Aber das bist du. Alter, okay. Was? Wie? Oh, hey, Razor. Hey, ich gehe zum See. Und du auch? Und beeil dich. Also, Razor, ich stelle dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Nur weil er die Turbo-Trainer hat. Alter. Aha, hab was vergessen. Okay, na gut. Jetzt müssen wir nochmal hoch, ne? Ja. Okay, Doc. Da ist deine Mutter. Sie will auch was von dir. Pass auf. Oh, hi Razor. Du warst bestimmt Present. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Er war kurz beim Professor. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Ja, er Traumata. Okay, ich will nicht wissen, warum er nicht mehr sitzen kann. Was er jetzt mal wieder vorhat? Sich verstecken. Ganz lange verstecken. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Um die bösen Geschichten des Professoren zu dir. Oh, Herr Razor. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich.
10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Ja, das sage ich ihm normalerweise auch immer, wenn er nicht zum Aufnehmen kommt. Ja, nice. Ja, easy. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe. Ja, go. Okay. Ah, da ist eine Fliege. Geh weg, Fliege, ich box dich. Ich box dich, okay, go. Ich habe echt mal eine Fliege totgeboxt, wirklich. Die war im Badezimmer. Also wir hatten früher so ein Badezimmer, das hatte so 2 Quadratmeter. Das sind etwa gefühlte. Und da war eine Fliege und ich habe die ganze Zeit geboxt und irgendwann konnte die nicht mehr fliegen. Wow. Das war schon sick. Bisschen fies bist du, ein Tierquäler. Nee, war nur eine Fliege. Hey, du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Garados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Nicht, dass der Professor auf euch wartet. Lauft. Bitte lauft weg. Nein, sie ist ja auch einfach dahin. Traurig. Alter, tut's nicht. Present. Wie in so einem schlechten Film. Ja. Geh da nicht rein. Haha, auf zum See. Holen wir uns ein rotes Garados. Nennt man die mittlerweile so? Ein rotes Garados. Wow. Was geht hier vor? Alter, da ist er. Alter. Was hat er mit dem Mädchen gemacht? Lauf, bitte nicht. Jetzt, wer liest es? Was ist das denn für ein... Ich mach den Professor, also musst du das Mädchen sprechen. Achso, das ist das Mädchen? Ja. Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor, aber... Egal, immerhin haben wir den See gesehen. Verstehst wow. Du? Gesehen? Wow. Lucia, wir gehen... Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinna zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen. Oh Gott, was kommt jetzt? Sorry, mein Lachen ist so schlimm, aber... In Sinna gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Menschen zu untersuchen. Manchmal sind es aber auch Menschen. Das Land ist nie geschaffen für unsere Studien. Wow. Der ist eh Pornodarsteller. Oh Mann. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Alter, ich will einfach durch. Verzeihung, wir haben es eilig. Jetzt dürfen wir uns auch ein Pokémon aussuchen, ne? Naja. Was soll das denn? Diese 2 haben einfach weggedrückt, nice. Na gut. Hä? Razor, sehen wir uns das mal an. Was meinst du, nicht ins hohe Gras gehen? Gehen? Ach was, ist doch kein Problem. Wir werden nicht lange genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Wir verstecken uns da lieber, weil der Professor will anscheinend wieder was von uns. Nice. Das ist eine Tasche. Diese Leute haben sie hier vergessen. Was sollen wir hier damit machen? Wir können sie ihnen zurückbringen, aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von den Professor gesagt hat. Alter, bin ich da nicht? Alter! Es war Pokémon! Was hier ist? Oh. Okay, jetzt sehen wir unsere Starter. Das wird interessant. Oh. Das ist ein Pokémon. Willst du nicht sprechen? Das ist so ein Sprecher, ne? Ach nee, das bist du. Das bin ich. Sieh mal, da sind Pokémon. Wir nehmen jeder eines und kämpfen. Und welches möchtest du dann? Okay, jetzt Pokémon Nummer 1 ist Ninjask. Okay, cool. Nummer 2 ist Glurak. What? Alter, erinnerst du dich an, du weißt schon was? Ja, Alter. Leute. Mach erstmal das nächste Pokémon, aber Leute, das ist der Zufall. Girok, ja, ich nehm's. Leute, ich habe das Thumbnail schon für den ersten Part für Timo gemacht. Und ich habe ein Glurak aufgepackt, weil ich einfach an ein cooles Sprite gedacht habe. Und ich kann ein gutes Glurak-Sprite. Und dachte mir, okay, als kleines Beispiel. Und ich habe Glurak aufgepackt. Und was ist das? Deswegen die Leute bestimmt, das habe ich irgendwie eingestellt. Aber es ist wirklich random, hundertprozentig. Das ist, Leute, von so vielen Pokémon. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt über 400. Ja, dann kommt wahrscheinlich Glurak aufs Thumbnail, oder? Ja, go. Ja, dann haben wir schon das erste Thumbnail. Wow, das ist einfach dieser Zufall, Leute. Krass, ey. Okay, dann nehmen wir Glurak. Dick, das ist ein cooler Start. Glurak ist... Das ist ein extrem cooler Starter, ja, auf jeden Fall. Hoffentlich kann es schon Glut oder... Jetzt kann man wahrscheinlich eh nur Kratzer oder so. Das sagst du, glaube ich, oder? Boah, ein wilder Star-Lily. Bleibt an. Alter, stell dir vor, es wird Shiny. Wow, das wäre sick.
Alter, das kann schon glühen. Alter. Das ist gut. Krass. Das ist echt gut. Also, das ist auf jeden Fall ein perfekter Start. Das ist ein super Start. Jetzt Crit und. Wow, ja, genau. 1 KP. Nice, okay. Crit, 2 KP, super, tot. Okay, damit hätten wir schon Charlie besiegt. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich bin mega gehypt auf die vierte Gen. Ich wollte sie schon vor langer Zeit endlich mal wieder spielen, aber habe gesagt, nee, ich möchte unbedingt wieder ein richtiges einzelnes Let's Play machen. Und dadurch, dass ich so gehypt war, habe ich mir das einfach nicht nehmen lassen. Ständig dann noch alles vorbereitet, noch dann Present noch den Rahmen gemacht und so weiter. Und ich bin jetzt richtig gehypt. Und wieso redest du auf einmal auf Englisch? Present, was tust du? Wow, deine Pokémon haben es gerockt. Aber meine sind viel besser als deine oder viel tougher. Stärker, nice. Besser. Das waren Pokémon von anderen Leuten. Aber wir hatten einfach den Zwang, dass wir sie nutzen mussten. Die werden schon kein Problem damit haben, oder? Nö. Übersetzungskenntnisse easy, würde ich sagen, oder? Nice. Oh, da ist ja die Tasche. Oh. Der Professor wäre ganz schön wütend. Hätte ich sie verloren. Was hätte er dann wohl gemacht mit ihr? Huch, oh nein. Habt ihr die Pokémon hier rausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte! Was will der Professor dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme die Tasche lieber mit. Alter, diese Stimme dazu. So genial. Oh ja. Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist. Razor, aber lass uns gehen. Meine Pokémon wurden bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen. Also lauf. Alter, der hat bestimmt Georock genommen, ne? Alter, das wäre ein Problem. Außer er hat keine Gesteinsattacke, dann ist es super, aber... Glaube ich nicht, dass er einen hat. Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Lass uns gehen, wir müssen die Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinen Pokémon verbringen. Ich denke mal, wenn ich Ninjas genommen hätte, hätte er... Alter, Georock wäre eigentlich der perfekte Lead gegen die zwei anderen, ne? Ja, eigentlich schon, aber ich meine... Ninjas und Glurak. Glurak, Leute. Glurak. Es ist fucking Glurak. Leider kein Mega-Glurak, aber das kommt noch. Ja, das kommt noch. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier aber auch gleich den ersten Part. Nehmen wir danach noch einen auf? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. War halt, wenn schon, du Lust hättest. War schon ziemlich sick. War schon ziemlich sick, ja. Der erste Part war schon sick, okay. Auf jeden Fall, ja, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Frage des Videos, wisst ihr Bescheid? Ich weiß nicht, welche steht. Sehen wir dann. Und ja, wir haben einen fucking Glurak und... Ich gebe dir das letzte Wort. Ja, vielen Dank, dass ich bei diesem super tollen Start dabei sein durfte. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Spaß in einem ersten Part. Ja. Und ja, unterstützt Timo mit einem Daumen nach oben. Und ja, tschüss. Okay, tschüss.